Schönen guten Abend. Mein heute spezieller Gast, das ist Arne Lietz. Arne Lietz ist 40 Jahre alt, er kennt aus der früheren DDR. Wer 13 Jahre alt wird Berliner Mauer gefallen ist, er ist Mitglied von der SPD, an hier am Europaparlament gehört der SND. Fraktion und ich selber kenne ihn durch meine Zusammenarbeit mit ihm an der Kommission für Entwicklungshilfe. Guten Abend. Guten Abend, Charles. Du kommst aus der früheren DDR. Ja. Die Bundeskanzlerin auch. Kennst du die? Ja, persönlich. Hast du mal erlebt? Ja, auch zu Hause bei ihr. Ich habe einmal Sushi bei ihr zu Hause gemacht, weil ihr Mann mein Vertrauensdozent war für ein Stipendienprogramm. Und von daher hatten wir schon mal direkten Kontakt. Und wie findest du ihre europäischen Ansichten, die Ausrichtung der europäischen Politik, so wie sie formuliert, was sie sagt, was sie nicht sagt, findest du das gut? Nein, ich finde, sie eiert ein bisschen rum. Sie hält immer sehr lange zurück. Sie diskutiert nicht gerne öffentlich über, welche Position wir einnehmen sollen als Deutschland. Die Finanzpolitik, die sie betreibt, ist eine Politik des Sparens, die wir in Europa so nicht brauchen. Wir müssen ein bisschen progressiver unterwegs sein. Und ich bin guter Hoffnung, dass wir mit Macron, dem neuen französischen Präsidenten hier, neue Kapitel aufschlagen werden. Und es ist schon erstaunlich, dass beispielsweise der Finanzminister Schäuble mittlerweile einschwenkt, weil er mitkriegt, dass die Zeichen der Zeit sich geändert haben. Wir müssen zusammen mit einem stolzen und einem vorangehenden Frankreich Europapolitik, und zwar europäisch, neu gestalten und nicht aus dem Berliner Kanzleramt unter Merkel. Und diesbezüglich hoffe ich, dass wir die Wahl gewinnen und dass wir neue Akzente setzen können mit jemand, der Europapolitik bestens versteht. Martin Schulz ist jetzt unser neuer Parteichef. Und ich denke, dass Deutschland gut daran tut, nicht nur zu profitieren, sondern auch zu teilen und teilhaben zu lassen und sich einzubetten etwas stärker in der Ausrichtung, wie wir auch Finanz- und Europapolitik betreiben, aber auch gleichzeitig Entwicklungszusammenarbeit neu aufsetzen. Und hier ist Deutschland nun wirklich nicht unbedingt vorne ran, sondern hängt so im Mittelfeld. Deutschland ist ja mittlerweile bei 0,7% öffentliche Zuwendung für Entwicklungspolitik anbelangt im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt. Wird das anhalten? Also diese Zahl ist vielleicht als Zahl dort, aber selbst unser Minister, der ein Konservativer ist, verhindert, das öffentlich zu sagen, dass wir bei 0,7% gelangt sind, weil noch eine Zwischensituation dort einbezogen wird, die 0,7%. Die werden oder rechnen an, dass die Unterbringung der Flüchtlinge mit einberechnet werden kann im Land. Kannst du so ungefähr sagen, wie viel das ausmacht? Ja, wir sind eigentlich bei 0,5%. Okay. Und vor dem Hintergrund sind wir längst noch nicht da. Und Frau Merkel, ich habe es in New York selber gehört, hat sich dafür ausgesprochen, dass die 0,7% auch von Deutschland erreicht werden. Leider stand auf ihrem Zettel nicht drauf, auf ihrer Rede, aber bis jetzt auch nie hörbar, wann sie das endlich umsetzen will. Hier muss das Europäische Parlament endlich eine Flanke setzen. Es gibt vier Länder in Europa, die haben das gemacht. Dein Land ist mit dabei. Großbritannien, die uns leider verlassen wollen, haben das sogar gesetzlich geregelt. Deutschland muss endlich die 0,7% setzen. Wir haben Milliarden an Überschuss und diskutieren, wie wir diesen Steuerüberschuss jetzt verteilen. Ich höre leider noch nicht diese Debatte, dass ein Teil dieses Steuerüberschusses natürlich dahingehend verwendet wird, dass Frau Merkel und Deutschland die 0,7% mit einsetzen. Wir müssen vor dem Hintergrund, dass wir eine große Last der Kriegsflüchtlinge auch mitgetragen haben, endlich vorangehen und sagen, die 0,7%, da ist Deutschland mit dabei und nicht hinten an. Aber immerhin haben wir die 0,7% jetzt erreicht in der Bundesrepublik. Und wir müssen natürlich schauen, dass das auch später mit Zuwendungen an andere Bereiche, die wirklich im Entwicklungsbereich zu Hause sind, ankommen. Ich habe die Hoffnung da nicht ganz verloren, denn die finanzielle Lage der Bundesrepublik ist ja hervorragend. Das einzige Land, das 23 Milliarden Überschuss hat, das ist ein Wahnsinn. Ja, aber wir haben es immer noch nicht geschafft, dass anderes ein Taschenspieler trägt, was alles mit einberechnet wird. Dem müssen wir uns entledigen und müssen wirklich Entwicklungszusammenarbeit stärker betreiben. Und wir sind eben noch nicht da. Das heißt, die 0,7%, so wie sie angesetzt und angedacht waren, sind noch nicht erreicht. Und ich erwarte das von der Bundesregierung, das zu tun. Und ich hoffe, dass auch wir Sozialdemokraten in diesem Themensegment sichtbar sind, weil wir durchaus anerkannt haben und erkennen und die Hintergründe kennen, warum Entwicklungszusammenarbeit wichtig ist und eine Selbstverständlichkeit, weil wir uns dessen verpflichtet haben. Laut dem Statistischen Amt der Europäischen Union, Eurostat,
erfreut sich die Entwicklungspolitik ja einer sehr großen Beliebtheit. Obwohl das ein sehr komplexes Vorhaben ist, finden viele Menschen sich in dieser Ausrichtung der Politik sehr wohl und die unterstützen das auch. Ich glaube, dass es nicht an der Unterstützung der Bürger hält, aber es muss die politische Wahl ein für alle Mal getroffen werden. Womit können wir rechnen in puncto Initiativen der Bundesrepublik im G20-Bereich zum Beispiel? G20, die 20 größten Industrienationen der Welt. Der G20 wird ja dieses Jahr von der Bundesrepublik geleitet, soweit ich informiert bin. In Hamburg? Ja. Da spricht man ja von einer deutschen Initiative, Marshallplan für Afrika. Ja. Kannst du uns darüber etwas sagen? Ja, das ist die Initiative der Regierung, tatsächlich mehr zu investieren, auch mehr Entwicklungszusammenarbeit, auch in der Unterstützung der Länder, in der Infrastruktur, auch in der Infrastruktur auch der Unternehmen, hier endlich einen größeren Schwerpunkt zu legen. Denn es ist bekannt, auch bei der deutschen Regierung, dass wir Arbeitsplätze für junge Leute, Perspektiven vor Ort brauchen. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt des Marshallplans. Ein anderer Bereich, wo Deutschland auch führend ist, ist die Textillieferkette der Textilien. Ja. Hier gibt es eine Textilinitiative der deutschen Regierung, die mehr und mehr Unternehmen, mittlerweile über 50%, gewonnen hat, sich zu verpflichten, neue Standards zu setzen. Und zwar nicht freiwillig, sondern gemeinsam diese Standards aufzusetzen. Ja. Für mehr Nachhaltigkeit, für bessere Arbeitsbedingungen, für ökologische Produkte, nachhaltige Baumwolle, auch bessere Chemikalien einzusetzen. Und diesbezüglich ist Deutschland hier Vorreiter. Ein Punkt, den ich hiermit ins Europaparlament bringe und den wir jetzt soweit im Europaparlament sogar einbringen konnten, dass wir hier bessere verpflichtende Elemente brauchen. Es gibt eine internationale Organisation, die heißt OECD. Die hat beispielsweise nicht nur in Konfliktmineralien, sondern auch bei den Lieferketten für Textil und Schuhen eine neue Richtlinie vorgelegt. Diese wollen wir rechtlich verbindlich, verpflichtend haben. Und neben Deutschland ist es die Niederlande, Dänemark und Schweden, die hier den Karren ein bisschen ziehen. Die Kommission hat uns versprochen, dort zu liefern. Und ich hoffe, auch aus diesem G20-Gipfel hier einen Impuls zu bekommen, dass Lieferkettenproblematik, keine Kinderarbeit in Lieferketten zu haben, auch bessere Arbeitsbedingungen zu haben, dass hier die internationalen Arbeitsorganisationsstandards eine größere Gewichtung bekommen. Und das erwarte ich auch vom Outcome oder sozusagen vom Ergebnis dieses großen Gipfels. Ja, vielleicht noch zum Schluss eine etwas allgemeinere Frage über die zukünftige Ausrichtung der Europäischen Union. Jean-Claude Juncker hat ja in Brüssel vor einigen Monaten 5 Szenarien vorgestellt, die in etwa die zukünftige Ausrichtung der Europäischen Union schematisch darstellen. Es gibt das erste Szenario Kontinuität, wie gehabt, man ändert nichts an den Verträgen. Zweite, nur eine europäische Freihandel, eine Freihandelszone ohne politisches Rückgrat. Das dritte Szenario, die Coopération renforcée, die privilegierte Zusammenarbeit einiger Staaten, die vorangehen und dann den Anschluss der anderen ermöglichen, sobald diese auch bereit sind, das zu tun. Und dann gibt es ein viertes Szenario, weniger machen, aber besser. Und ein fünftes, mehr zusammen machen. In welchem Szenario könntest du dich zurückfinden? Ich unterstelle mal, dass die Bundesrepublik sich erst nach den Bundestagswahlen darüber äußern wird. Wir haben bereits jetzt ein Europa, was verschiedene Geschwindigkeiten hat in verschiedenen thematischen Feldern. Und mein Anliegen als Europäer ist es natürlich, mehr Zusammenarbeit zu haben, keine Privilegierung. Und wir müssen es neu gewichten, dass die Länder, die Schwierigkeiten haben, bestimmte Schritte zu gehen, dementsprechend unterstützt werden, diese Ziele anzugehen, wie beispielsweise eine Unterstützung der Aufnahme von Flüchtlingen. Was heißt es, Integrationsarbeit zu leisten? Ja. Dort haben einige Länder noch wenig Erfahrung. Wir haben die Situation von Twinning-Programmen gehabt, von Unterstützung der Verwaltung. Auch hier bedarf es Unterstützung, nicht nur die Kürzung. Was ich wichtig finde, dass unser Europa nicht auseinanderfällt, nämlich dieses Szenario wäre ein katastrophales Szenario. Wir haben heute im Europaparlament zu Ungarn eine klare Mehrheit dafür bekommen, dass Ungarn die Standards, die Rechtsstaatlichkeitsstandards, das Recht hier auch auf freie Bildung, auf Pressefreiheit sozusagen, sich dem nicht entkoppeln kann. Polen ist in einer ähnlichen Situation und von daher heißt es, gemeinsam an den Werten und an den gemeinsam vereinbarten Grundbedingungen dieses Europa zu leben, auch zu leben.
damit wir uns nicht verlieren. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ein Mix aus verschiedenen dieser Szenarien, dass wir auch aus dem Europaparlament einen guten Impuls setzen gegen Nationalismus und gegen Populismus. Ich darf vielleicht schlussfolgern, indem ich festhalte, dass wir beide der Meinung sind, die Konsolidierung der Wertegemeinschaft geht eigentlich nur über eine Vertiefung der Europäischen Union. Vielen Dank, Arne. Das wäre es nur, wenn ich zu unserem Gast vielmals merci. Das war ein Mann, den Loricht für kurz umgefallen in der Politik an die Sinne werden nach ganz weit gehen. Ich habe einen schönen Abend, dann freue ich mich schon auf die nächste Kehr. Herzlichen Dank.